Ist das ein wunderbares Bild? Seht ihr toll aus? Wunderbar. Herrlich. Ich habe mich so gefreut auf diese Sitzung, ja? Ich habe mich echt gefragt, was erzählst du den Leuten? Und dann habe ich eine super Idee gehabt. Da habe ich mir überlegt, ich erzähle den Leuten einfach etwas über alles, was im letzten Jahr fröhlich und lustig war. Und dann habe ich mich gefragt, was war denn im letzten Jahr fröhlich und lustig? Fällt dir spontan was ein? Mir auch nicht. Aber wo du gerade steht, Pfälzer, ich habe mir ein Glas Wein hochgeholt und habe mir überlegt, vielleicht fällt dir was dann ein. Und nach dem Glas Wein, zack, stand die erste Strophe auf dem Zettel. Geht so. Den Sommer 2016, den könnte man schon mal loben. Aber irgendwer hat den in den Oktober verschoben. Aber Oktober war schön, ne? Oktober war super. Tengelmann geht pleite, da ist Schluss mit Saus und Braus. Bei der Fußball-EM schieden wir im Halbfinale aus. Aber für manche gab's auch tosenden Applaus. Tim Wiese ist jetzt Wrestler. Und da frage ich mich halt, ist der im Tor vielleicht zu häufig mit dem Kopf gegen die Querlatte geknallt? Das war doch sonderbar in diesem Jahr. Red Bull Leipzig macht den Bayern und ihrem Boss das Leben schwer. Kaum aus dem Knast, da sind die Bullen schon wieder hinter Hoeneß her, das ist doch wunderbar in diesem Jahr. Der Türkei-Tourismus schwächelt, weil die Deutschen ja stornieren. Jetzt muss Erdogan mit dem Handtuch keine Liege mehr reservieren, der liegt alleine da in Antalya. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Beleidigungsklagen der Erdogan im Moment anhängig hat? Also wie viele Menschen weltweit wegen Präsidentenbeleidigung verklagt worden sind? Eine Idee? Also ich kenne nur die Zahl von heute Morgen. Wahrscheinlich sind es jetzt schon wieder mehr. Also heute Morgen waren es 2000 Klagen wegen Beleidigung. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Erdogan selbst ist eine Beleidigung für das Wort Demokratie. Und das ist wirklich wahr in diesem Jahr. Ja. Und es war ein Jahr der Trennungen. Wir haben fürchterliche Trennungen erlebt, schlimme Trennungen. Brad Pitt und Angelina Jolie haben sich getrennt. So, da kannst du einen Film draus machen. Jogi Löw hat sich getrennt von Bastian Schweinsteiger. Das ist ein Thema. England hat sich getrennt von der EU. Das war ein großer Spaß. Das war so. Wenn ihr meint, ihr müsst aus der EU endlich raus, dann geht doch. Beim Elfmeterschießen scheidet ihr ja auch immer aus. Na geht doch. Linksverkehr, dünnes Bier und das Essen ist Mist. In eurem Land ohne Sonne, wo es ständig pisst. Wenn ihr meint, dass euch hier auch nur einer vermisst, dann geht doch. Wenn ihr euch wieder vor der Verantwortung drückt, halten wir euch nicht auf, nein, wir wünschen euch Glück. Aber erstmal schickt ihr Klopp und Schweini zurück und dann geht doch. Aber ich habe eine Frage, weil jetzt habe ich diese Chance einmal hier. Ja? Ich meine, 1400 Menschen, universell gebildet, mit einem IQ von über 150, hast du auch nicht jeden Abend im Publikum. Aber hier ist es nun mal so. Und dann nutze ich das aus und dann frage ich einfach mal, kann mir das einer von euch sagen? Ich habe eine Frage, die beschäftigt mich seit Wochen. Ich habe noch keine Lösung. Wenn die Engländer komplett aus der EU austreten, also ganz raus, total weg, Hard Brexit, ja? Dürfen die dann wieder ganz normale Glühbirnen benutzen? Weil dann würde ich doch ein bisschen neidisch, ja. Weil der Brexit selber hört man ja so einfach, soll das gar nicht werden. Das ist vielleicht eher so. Für die Engländer war der Euro doch bloß Schund. Jetzt ist er mehr wert als ihr blödes Pfund. Juhu, raus aus der EU. Der Chef-EU-Hasser hieß Nigel Farage. Dann trat er zurück, der hat die bloß verarscht. Hey, hey. Miss Theresa May, wenn James Bond wieder auf Verbrecherjagd geht, und zwar im Namen ihrer Majestät, kann es sein, dass ihm der Bösewicht entgeht, weil er wieder stundenlang an der Passkontrolle steht. Ja, Brexit ist so, oh, oh, ich glaub's nicht. Die sagen no, 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 unglaublich.
Ja, die schießen sich selbst ins Knie. Brexit ist doof. Und der Brexit-Chef-Ideol... Ja! Ja! Das Orchester Markus Quot. Ja? Und der Chefideologe des Brexit, das ist ja Boris Johnson. Boris Johnson kennen Sie. Der war Bürgermeister von London. Jetzt ist er Außenminister des United Kingdom. Sein erlernter Beruf ist Journalist. Den erlernten Beruf seines Friseurs kennt niemand. Versteht nur eins, es ist nicht Friseur. Das ist, haben Sie mal gesehen, was der Mann auf dem Kopf spazieren trägt? Wenn ein Mann nach zwei Herrensitzungen hintereinander, nachts um drei, hackenbreit nach Hause kommt und dann versucht, sich mit verbundenen Augen einen Wischmopp auf den Kopf zu setzen, dann sieht er wahrscheinlich aus wie Boris Johnson. Aber der muss so aussehen. Der muss so. Wenn du in der Liga der bekloppten Rechtspopulisten Mitglied werden willst, dann musst du so aussehen. Hier, Geert Wilders. Geert Wilders, der wahnsinnige Holländer. Ja? Haben Sie die Frisur gesehen? Wie ein blondiertes Perückenschaf auf Speed. Ja? Donald Trump, als wäre ihm ein Eichhörnchen auf dem Kopf explodiert. Es ist so, ja. Ja. Ich habe einen Freund in England, in Newcastle, das ist der John, habe ich angerufen. John, was habt ihr denn da für einen Mist gewählt? Also da, ich gar nichts, ich war fischen. Ich sage, warum warst du fischen, wenn so eine wichtige Abstimmung anstand? Weil feststand, dass die nicht gewinnen. Ach so, na dann, dann geht's ja. Genauso werden sich die Amis auch eines Tages rausreden wollen. Die werden sagen, ja, stand ja fest, dass Trump nicht gewinnen kann. Es stand eben nicht fest. Und sie hätten es wissen müssen. Udo Jürgens hat schon in den 1970er Jahren eindeutig vor Donald Trump gewarnt. Und deswegen, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, nach dem großen Erfolg von Ich war noch niemals in New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, kommt jetzt der Nachfolger. Ich will nie wieder nach New York, das Musical mit den größten Hits von Udo Jürgens, Teil 2 mit Donald Trump in der Hauptrolle. Und wenn Sie fragen, was hat denn Udo Jürgens mit Donald Trump zu tun? Nun, er hat ihn eindeutig beschrieben. 70 Jahre blondes Haar und eine Scheißfrisur. 70 Jahre blondes Haar und ich denk mir nur... Der hat einen Tower in Manhattan, hat einen Flieger und der hat dazu 151 Golfplätze, eine eigene Bucht in Malibu. Von mir aus auch den Taj Mahal und auch im Louvre sähe der super aus. Hey, 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 von mir aus alles, nur warum denn unbedingt in Washington das Weiße Haus? Und das müssen Sie sich mal vorstellen. Meine, Sie sind jetzt schon so kostümiert, ja? Frisur stimmt, ne? Sie stellen sich vor, Sie sind Donald Trump. Sie sind 70 Jahre alt, Sie sind ein alter Sack. Und Sie haben eine jugendliche Model-Ehefrau, das ist die Melania. Melania ist die dritte Frau, Third Wife. Er hat also die Third Wife zur First Lady gemacht. Und diese Third Wife, First Lady sagt dann, ach nö, weißt du, aber Washington, Weißes Haus... Nö, da schwebt mir immobilientechnisch was ganz anderes vor. Ich hatte an eine Strandvilla in Miami gedacht oder so. Nee, Washington, da kannst du alleine hingehen. Können Sie sich das vorstellen? Sie sind Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und die eigene Ehefrau sagt, nö, komm ich nie mit. Und das hat die dem Abend, beim Abendessen brühwarm drunter gerührt. Und nach dem Abendessen... Und nach dem Abendessen sagte er, ich muss noch eben Zigaretten holen gehen. Sie sagte ihm, nimm dir die Boeing mit. Ich werde inzwischen ein paar Jahre shoppen gehen. Denn weißt du, Washington und das Weiße Haus, das sieht für mich nach Langeweile aus. New York ist cool, ich bleibe besser hier. Und auf der Treppe dachte er, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Wenn die hier bleibt, nehme ich halt Nummer 4. Dann nehme ich Nummer 4. Melania bleibt in New York und ich such mir was Neues raus. Denn ich bin ja ein Präsident, der fleißig küsst. Melania bleibt in New York, vielleicht wird es auch langsam Zeit. Ich
hab gehört, dass die schon über 30 ist. Aber die ist die Ehefrau, die kann sowas sagen. Die kann sagen, sie kommt nicht mit. Stellen Sie sich vor, Sie sind Angestellter im Weißen Haus. Ja, das ist dein Job. Kann man nicht einfach sagen, ich kündige, dann verdienst du kein Geld mehr. Angestellter im Weißen Haus, 8 Jahre Familie Obama, cool, ja? Und plötzlich Tim Toupet in der Stube. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, aber ich habe gehört, es spielt sich alles so langsam ein. Sie treffen sich täglich um 7:45. Aha. Oh yeah. Trump und sein Friseur, dann werden die Haare gemacht. Aha. Oh yeah. Mit Kamm und mit Bürste und Rasierapparat. Mit Umhang und Schere schreitet er dann zur Tat. Der darf waschen und legen, aber niemals das eine. Föhnen tut Donald alleine. Das ist alles in diesem Jahr passiert. Wir hatten den Brexit in London, wir haben Donald Trump als Präsident der USA, demnächst haben wir Wahlen in Frankreich und am 24. September haben wir Bundestagswahlen hier bei uns. Und da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Ich verbringe meine Sommerwochen gerne in Holland. Mein Esszimmer steht beim Italiener. Ich liebe französischen Wein. Mein Sohn hat viele Freunde in Polen und meine Tochter hat auf Malta studiert. Ich habe ein Kellerregal aus Schweden. Und im letzten Strandurlaub in Spanien hat mir ein sehr netter Bulgare eine total echte Schweizer Uhr verkauft. Sehen Sie, das ist Europa. Das hat keine Schranken, keine Schlagbäume. Und wir müssen kein Geld wechseln. Und wir haben uns das in den letzten 70 Jahren aufgebaut und wir müssen jetzt verdammt aufpassen, sonst ist das in 7 Jahren Geschichte. Also für uns darf es solche Ausreden wie ich war fischen oder das Wetter war zu gut einfach nicht geben. Wir gehen bitte wählen, denn so ein Mist wie in Amerika oder England sollte hier einfach nicht passieren. Ja. Und wir haben ja die ganz große Auswahl. Wir haben doch die ganz große Auswahl. Angela Merkel hat selber gesagt, sie hat monatelang überlegt, ob sie nochmal antritt. Und wenn ja, dann für welche Partei? Und während sie so überlegte, da wurde sie plötzlich wieder die kleine Angela, die Pfarrerstochter aus der Uckermark. Sie stand in ihrem Jugendzimmer, sie schaute aus dem Fenster und die Schneeflocken fielen sacht hernieder. Und dann sang sie mit ihrer glockenhellen Stimme die Hymne aus ihrem Lieblingsfilm 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. La 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 la. Seht ihr am Firmament auch nur einen Konkurrent? Wer soll außer mir gegen Putin regieren? Wer soll den Trump erstmal richtig frisieren? Halt mich, liebt mich, wählt mich. Noch 4 Jahre halt mich, liebt mich, wählt mich. Selbst 8 Jahre wären, so wie ich das sehe, immer noch besser als die AfD. Halt mich, liebt mich, wählt mich. Halt mich, liebt mich, wählt mich. Und plötzlich ist die Konkurrenz da. Plötzlich ist die Konkurrenz da. Gabriel sagt, er macht es nicht. Und er ruft den Martin Schulz an und sagt, machst du's. Und der Martin Schulz, der hat sehr, sehr lange nachgedacht. Und wie er gerade so nachdenkt, da ist er plötzlich wieder der kleine Martin. Wenn wir schreiten Seit an Seit. Und er schritt ganz vorne in der Reihe und hatte die kleinen Finger fest um die Laterne gekrallt. Und dann sang er mit lauter Stimme: Ich bin der Martin aus Werne, denn auf Würselen reimt sich nix. Und Kanzler würde ich so. Sehr gut. Ich musste auch Zeile 3 und 4 einen Tag später schreiben, weil ich habe so gelacht, ich konnte nicht mehr. So. Ich bin der Martin aus Werne, denn auf Würselen reimt sich nix. Und Kanzler würde ich so gerne, die Kandidatur ist schon fix. Ich kneife nicht, die Merkel kriegt Rabimmel schon Bammelrabum. Ich kneife nicht, die Merkel kriegt Rabimmel schon Bammelrabum.
Wissen Sie eigentlich, wie lange Angela Merkel Kanzlerin ist? Haben Sie eine Ahnung? 2006 ist sie vereidigt worden, nur um das mal in eine Relation zu stellen. 2007 hat Steve Jobs das iPhone vorgestellt. Das bedeutet, wir haben Angela Merkel schon länger als das iPhone, hätten Sie das gedacht. 10 Jahre haben wir jetzt das iPhone und unsere Kids sind nicht mal mehr in der Lage, ohne Google Maps eine Bushaltestelle zu finden. Das ist ein Ding, oder? Ich finde, überlegen Sie mal, 1876 hat Alexander Graham Bell das Telefon erfunden, damit wir uns unterhalten können, auch wenn wir in unterschiedlichen Städten wohnen. 2007 hat Steve Jobs das iPhone erfunden, damit wir uns nicht mehr unterhalten können, selbst wenn wir am gleichen Tisch sitzen. Unsere Kids gehen gar nicht mehr aus dem Haus, die machen alles von zu Hause. Ne? Ich kenne 14-jährige Jugendliche, die haben in ihrem ganzen Leben noch kein Tageslicht gesehen. Die wachsen auf wie die Wiesenhofhähnchen, wirklich. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass das bei uns damals anders war. Also bei mir speziell war es so, wenn ich zurückdenke an das Jahr, als ich so 13, 14, 15 war. Das Telefon, das war lindgrün. Man konnte es nicht, wer weiß wohin ziehen, weil es an einem Kabel hing. Im Internet waren wir nie. Wir waren draußen, hatten aufgeschlagene Knie. Wir haben stundenlang gekickt. Den Fahrradschlauch noch selbst geflickt, die Kumpels nicht nur angeklickt. Wir sahen gern Mork vom Ork, hatten Pinnwände aus Kork und da hingen Fotos dran, das war unser Instagram. eBay gab es noch nicht, dafür Sperrmüll monatlich. Amazon war analog und hieß Quelle Katalog. Wir waren nicht tätowiert, haben keine Wände vollgeschmiert. Und wenn doch, irgendwie stimmte die Orthographie. Wie heißt nochmal dieses pürierte Zeug, das meine Frau mir immer auf den Frühstückstisch stellt? Smoothie hieß Apfelmus, YouTube-Star war kein Beruf. Und bevor mich einer fragt, Pokémon hieß Schnitzeljagd. So, meine Lieben, und die letzte Strophe singen wir alle zusammen. Und macht euch keine Gedanken, ihr kennt den Text. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun. But the hills that we climbed were just seasons out of time. Ihr wart wunderbar, Dankeschön. Lieber Bernd Stelter, herzlichen Dank für diesen fantastischen Vortrag, den Orden des Festkomitees und dein Publikum, das dich liebt, von diesem Publikum nun eine Rakete an die Gewehrekommando 1, 2, 3, A, Kommando 1, 2, 3, A, Kommando 1, 2, 3, Stelter, Drehmer von Hetze, Kölle, Bernd Stelter, Festkomitee, herzlichen Dank.